zählt zu den gesündesten Lebensmitteln. Agrarlandesrätin Verena Dunst und Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger werben anlässlich des Weltmilchtages gemeinsam mit der NÖM im GN und der Berglandmilch im Burgenland für heimische Milch und Milchprodukte. Dunst verwies auf die Wichtigkeit der Milch für eine gesunde Ernährung. Im Burgenland werden laut Landwirtschaftskammer von 140 Milchviehbetrieben und rund 4.500 Milchkühen jährlich 29 Millionen Kilogramm Milch produziert. Schönen guten Morgen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Diese Woche wird der Weltmilchtag gefeiert. Das ist ein internationaler Tag der Milch, der in vielen europäischen und außereuropäischen Ländern seit vielen, vielen Jahren begangen wird, wo das Ziel verfolgt wird, dass gesunde, natürliche Lebensmittel, Milch, in den Mittelpunkt zu stellen. Und es sind sehr viele Aktionen rund um diesen Weltmilchtag geplant. Vor allem möchten wir auch den Konsumenten ansprechen und Werbung für unsere regionalen Spezialitäten, die Sie hier sehen können, machen. Wir wollen aber auch jene erwähnen, die dafür verantwortlich sind, dass Sie, wir alle, täglich unser frisches Glas Milch, unser Joghurt, unsere Drinks, was immer, unseren Käse auf den Tisch bekommen, nämlich die Bäuerinnen und Bauern, die jeden Tag zweimal und das 365 Mal im Jahr in den Stall gehen und hier eine doch sehr aufwendige Arbeit vornehmen. Und unsere Milchwirtschaft im Burgenland ist vielleicht small, wenn man das im großen österreichischen und internationalen Vergleich sagen kann. Aber immerhin haben wir auch noch an die 150 Milchwirtschaftsbetriebe, die im bäuerlichen Familienbetrieb geführt werden und die in Summe 30 Millionen Liter Milch im Jahr produzieren. Diese Produktion basiert auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil wir sehr hohe Umweltstandards, sehr hohe Tierschutzstandards einhalten, weil für uns das Tierwohl ganz besonders wichtig ist. Unsere Bauern wissen, nur wenn man gesunde Tiere hat, können diese auch eine Leistung bringen. Apropos Leistung, durch diese Produktion, durch die Bewirtschaftung der Wiesen, der Äcker, entsteht auch eine unverwechselbare Kulturlandschaft, die wir alle herbeisehnen, die eigentlich den Reiz unseres Bundeslandes ausmacht. Und niemand kann diese Kulturlandschaft so günstig pflegen, wie das unsere bäuerlichen Betriebe tun. Das geht aber nur, solange wir auch aus der Milchwirtschaft ein Einkommen erzielen. Und ich sage das bewusst, und das ist an diesem heutigen Weltmilchtag ein Wermutstropfen natürlich, dass im Moment die Erzeugerpreise für Milch doch auf einem sehr tiefen Niveau sich befinden, auf einem Niveau, wo man davon reden muss, dass es nicht mehr kostendeckend ist. Wir wissen, dass wir in einem globalen Wettbewerb und in einem globalen Markt uns befinden. Und ich hoffe, dass diese Situation, diese angespannten Märkte sich bald entspannen, um auch hier wiederum Luft nach oben zu bekommen. Es soll aber auch heute darauf hingewiesen werden, und ich möchte ganz besonders die Konsumenten ansprechen, dass sie sehr wohl einen Beitrag leisten können, in diesen Markt einzugreifen, vor allem dann, wenn sie bewusst
regionale Produkte kaufen und damit letzten Endes, wenn man bei der Milch bleibt, einen Beitrag leisten können, dass dieses jahrhundertalte Kulturgut Milch auch weiterhin Bestand haben wird. Ja, guten Morgen, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Vertreter der beiden Molkereien. Herzlichen Dank, dass wir diesen Tag mit Ihnen gemeinsam machen können. Danke, dass Sie hier gute Produkte zur Schau stellen. Meine Damen und Herren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer bzw. Sie, die Sie alle helfen, dass dieser Tag ein guter Tag wird, nämlich für die Besucherinnen und Besucher des Einkaufszentrums. Ich darf mich auch beim Einkaufszentrumleiter dafür bedanken, dass wir immer wieder hier auch mit den Menschen in Kontakt treten können. Und ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Herzlichen Dank. Welttiertage sind sehr, sehr oft an der Tagesordnung. Es gibt kaum einen Tag, wo man nicht sagt, okay, dieser Tag ist dem gewidmet, dem Thema und der nächste Tag dem. Aber dass wir heute über einen sehr wichtigen internationalen Tag reden, glaube ich, ist wichtig und ist notwendig. Ich sage Ihnen das aus der Sicht zweier Zuständigkeiten von mir oder drei Zuständigkeiten. Das erste, Familie. Es ist irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen, was Milch anbelangt, in den Hintergrund getreten, wie wichtig Milch ist, wie gesund sie ist. Dass die Milch Bestandteile hat, die man eigentlich sehr, sehr stark braucht. Ob es für gerade für Kinder unumgänglich ist, das Kalzium für den Knochenaufbau und viele andere Dinge, die wir brauchen. Und daher überlegen wir natürlich immer wieder seitens der Familie, was können wir tun? Und ich habe gerade eine Serie mit dem LFI, mit der Landwirtschaftskammer gestartet, Elternbildungsreihen. Heute sind Eltern schon sehr, sehr oft natürlich beeinflusst von dem und dem anderen und sind sich oft nicht sicher, was ist denn noch gut für unsere Kinder? Und ich rede jetzt nicht von Erziehung an sich, sondern das wird der Schwerpunkt sein, regionales Essen, gesundes Essen. Und da wird die Milch natürlich auch etwas sein, was wichtig ist. Zum Zweiten habe ich auch gesprochen mit dem Landesschulratspräsidenten. Hier gibt es ein klares Agreement, das wir wieder probieren müssen. Erinnern Sie sich gerne an die Zeit, wo es klar war, dass man einen Kakao gegessen hat, getrunken hat. Eigentlich ist er ein Lebensmittel und daher sage ich gegessen. Oder dass man eben Milch in der Schule hat haben können. All diese Dinge muss man uns anschauen. Und ich bin sicher, dass wir das eine oder andere Förderprogramm, und jetzt spreche ich als Agrarlandesrätin, finden können, das eben solche Initiativen unterstützt. Als Konsumentinnen, Konsumentenlandesrätin sage ich klar, dass es hier sicherlich noch mehr Aufklärung braucht, auch für den erwachsenen Menschen, was Milch und die gute Wirkung von Milch hat. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben heute, und das stellen wir natürlich sehr, sehr stark fest, immer mehr Menschen, die sich alternativ ernähren wollen und sehr bewusst ernähren wollen. Meine Konsumentenschutzbefragungen zeigen klar, dass das steigt eigentlich von Monat zu Monat. Menschen, die kein Fleisch essen wollen, was ich befremdlich finde, weil da muss uns klar sein, dann brauche ich mir irgendwo, muss ich mir das Eiweiß dann anders zuführen. Aber wenn schon, Gott sei Dank, kann das jeder für sich bestimmen, dann kann Milch eine gute Alternative sein. Wenn wir vieles in der Milch drinnen haben, das eigentlich sozusagen das Fehlen des Fleisches dann wieder aufwiegt. Also auch da müssen wir wirklich darauf schauen, dass es uns gelingt zu sagen, lieber Konsument, liebe Konsumentin, wenn wir immer weniger Milch verbrauchen, die Milch sowieso der Milchpreis ein Riesenproblem ist, dann müssen wir irgendwann einmal Milch aus China oder Milch aus anderen Ländern importieren und dann wünsche ich uns alles Gute. Weil dort sind natürlich die Milchbehandlungsthematiken andere wie bei uns. Und auch im Vorfeld schon, wo wir stolz sind, ein gentechnikfreies Land zu sein, wo wir stolz sind, dass man nicht alles mehr tun kann, was Pflanzenschutz anbelangt, nicht alles mehr spritzen darf und. Das ist dort alles klar. Und ich erinnere Sie an eines, was mich sehr geschreckt hat. Am Samstag war in den Medien groß drinnen, dass man in Pennsylvania eine Frau gefunden hat und auch nicht nur in Pennsylvania, sondern auch schon in Kanada.
wo Krankheitserreger vorhanden sind, die man mit Antibiotika, und das haben Sie sicher auch gehört wie ich, nicht mehr bekämpfen kann. Das heißt, es gibt Krankheiten, die werden mehr werden. Vor 20 Jahren haben wir geglaubt, das sind Science-Fiction-Dinge, die sind da, weil da gibt es kein Antibiotikum mehr, das diesen Krankheitserreger bekämpfen kann. Und wissen Sie, was die Schlussfolgerung war für den Berichterstatter? Dass wir in Amerika, in Kanada, vor allem aber auch noch Kuhhaltung haben und natürlich immer mehr in der Masse und größer, die hormonell behandelt werden. Und dass das eigentlich ein Grund ist, die Hormonbehandlung, warum es Krankheitserreger gibt im Menschen, gegen die kein Kraut mehr gewachsen ist. Und da sind wir in Österreich, da sind wir im Burgenland anders, weil wir das alles viel, viel besser im Griff haben. Weil hier Hormonbehandlungen und viele andere Dinge ganz einfach nicht so sind, wie sie in Amerika sind. Aber wenn wir keine Milch mehr brauchen und die burgenländische Milch und natürlich auch immer, und die, ich habe das da alles drin, die Tabellen sind erschreckend. Wir haben immer weniger Milchbauern, wir haben immer weniger Menschen, die sagen, okay, ich investiere jetzt in einen Stall, weil das ist das Nächste. Natürlich will man sie niemand haben. Wir haben heute, wie wir sie nirgendwo mit großen Stallungen haben, da gibt es immer auch ein Problem mit der Raumplanung. All diese Dinge sind natürlich nicht gerade forcierend dafür. Ich hätte genug Mittel aus dem Ella-Bereich hier zu fördern, aber ich fürchte, wenn wir eine proaktiv was tun, werde ich diese Ella-Mittel behalten, nämlich für Stallbauten und, und. Das wäre alles da. Wir hätten Geld bis 2020 für neue innovative Maßnahmen, aber auch eben für Milchkuhhaltung. Vielleicht ein letztes, weil der Herr Präsident hat sich auch sehr bemüht, hier kurz zu sein, und ich muss jetzt nicht wieder dem Sprichwort gut tun, die Frauen reden zu viel, wir denken nur sehr viel. Herr Präsident, da müssen wir nachher drüber reden. Nein, ich möchte nur noch einen zweiten Punkt in den Mittelpunkt stellen. Wie gesagt, wir haben wenig Milchbauern mehr. Das tut uns weh und da kann man was tun. Zuschauen ist schlecht, was tun ist besser. Wir haben in 2 Wochen die Landesagrarreferentenkonferenz, wo es darum geht, auch über Frost zu reden. Inzwischen tagen unsere Arbeitsgruppen. Und wir haben heute schon ein Gespräch mit dem Herrn Landesrat Zeitinger geführt, der jetzt gerade sich noch mit meinen Mitarbeitern abspricht. Und natürlich wird auf dieser Lage neben Frost auch der Milchpreis ein Thema sein. Und natürlich wird es auch darum gehen zu sagen, sagen wir, okay, dieses Damoklesschwert, Russland-Embargo ist da und jetzt können wir nie mehr was tun. Da wird sicherlich auch noch darüber zu sprechen sein, was kann man denn überhaupt tun. Gibt es Teilbereiche? Gibt es überhaupt noch Verhandlungsmandate? Oder rührt sich da nichts mehr? Und da glaube ich, dass er als Minister sicherlich und sehr oft mit dem Kommissar für Landwirtschaft Europas, Hogan, ins Gespräch tritt und dass wir hier auch Informationen bekommen, wie geht es weiter. Prognosen, dass der Milchpreis nächstes Jahr höher werden will, gibt es ja. Aber nur auf eine Prognose allein wird uns niemand weiter tun mit einem Milchkuhbetrieb. Das Zweite, natürlich muss man auch reden darüber, dass es hier die Kontingente, und das allein wäre eine Pressekonferenz, die Milchkontingente, wenn die natürlich aufgehoben werden, wird die Milch nicht weniger werden, die Milch wird aber dadurch nicht teurer werden. Angebot schafft Nachfrage, Nachfrage schafft Angebot, wissen wir alles, also auch das ist ein Thema. Was wir tun, habe ich schon gesagt vorher, ich als Agrarlandesrätin in diesem Fall, aber auch Familie, und Konsumentenschutz. Der Herr Präsident hat es vorher auf den Punkt gebracht, reden, 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 mit dem Konsumenten reden. Und der Konsument will sicher auch eines nicht, nämlich dass er wenig bezahlt für eine gute Ware und letztendlich am Ende des Tages dann nur mehr wirklich schlechte Ware hat, die er dann vielleicht noch teurer zahlen muss, wenn wir sie importieren. Wir haben unglaublich viele Milchprodukte, dass wir für den Rohstoff Milch wenig kriegen, aber für die Veredelung der Milch, siehe vor uns da, kriegt man mehr und kann man auch mehr kriegen. Ich will auch keinen Krieg der Sterne zwischen Biomilch und herkömmlicher Milch. Wir brauchen beide. Das ist die Biomilch natürlich heute. Für die Biomilch kriegt man 0,55, fast die Hälfte nur für die Milch aus Nicht-Bio-Erzeugung. Also wir brauchen beide, aber Fakt ist, dass man für die eine oder andere Milch mehr kriegt, weil der Konsument, wie gesagt, immer genauer drauf schaut. In dem Sinne, wir haben uns einiges vorgenommen, der Herr Präsident und ich. Und wir bedanken uns heute, und ich darf die beiden Herren zu uns bitten,
dass Sie heute mit dabei sind. Wir haben leider keine eigene Molkerei mehr, aber wir haben Gott sei Dank hier ganz klare Pakte mit der Steiermark und mit Niederösterreich. Beide Vertreter sind hier. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Und auch da, denke ich mir, setzen wir uns einmal zusammen. Vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Burgenlandmilch, die auch draufsteht. Herzlich willkommen und Dankeschön. Danke. Wenn Sie so nett sind und ja. Sie nur vorstellen, ja. Bitte, und darf ich Sie zu uns herüber bitten? Ja, meine geschätzten Damen und Herren, mein Name ist Leopold Gruber-Doberer. Ich bin der Geschäftsführer der Milchgenossenschaft Niederösterreich. Wir sind Eigentümer zu 25% an der Nömer AG. Wir haben in Summe 3200 Milchlieferanten und davon ca. 100 aus dem Burgenland. Das heißt, gut zwei Drittel der gesamtburgenländischen Milchmenge übernehmen wir seit dem Jahr 2004. Es hat dort schwierige Situationen gegeben und wir sind dank des Herrn Präsidenten, das möchte ich da auch betonen, dann hier eingestiegen und haben die Bauern als Mitglied in unsere Genossenschaft aufgenommen. Wir übernehmen jährlich ca. 395 Millionen Kilogramm Milch und es wurde heute schon einiges gesagt, nur eines ist klar. Wir haben seit dem 1. April 2015 keine europäische Mengenbegrenzung mehr. Österreich und die österreichischen Bauern haben eine der kleinsten Strukturen in Europas. Das heißt, wir haben im Durchschnitt 18 Kühe. Wir liegen in der Struktur unmittelbar vor Griechenland an vorletzter Stelle in der Größe der Milchbauern in Europa. Wir haben damit höhere Produktionskosten, zweifelsohne. Und wir haben auf der anderen Seite aber sehr hohe Auflagen, sei es im Hinblick auf gentechnikfreie Fütterung, sei es im Hinblick auf Tierschutz, Tierwohl. Und auf der zweiten Seite stehen wir in einem freien Wettbewerb, wo wir momentan sehen, dass Produktionsländer, die sehr günstig produzieren können, ich nenne hier Irland, ganzes Jahr grüne Weide, ich nenne hier Holland, ich nenne hier Norddeutschland. Das heißt, diese Länder produzieren momentan wesentlich mehr als in den vergangenen Jahren und wie die Frau Landesrat schon gesagt hat, ein Mehr an Milch stößt auf einen geringeren Markt. Warum geringerer Markt? Russland-Sanktionen trifft die Landwirtschaft unendlich hart. Das wäre eine Bitte, dass man darüber mal diskutiert, egal wie man zu den Sanktionen steht, aber eines kann es nicht sein, dass die Bauern die Zeche zahlen. Und auf der zweiten Seite natürlich haben wir den chinesischen Markt. Der chinesische Markt war sehr verhoffnungsvoll, im Jahr 2014 extrem. Aber aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit hat es auch China betroffen. China hat immer zweistelliges Wachstum im Wirtschaftswachstum. Man vergleiche nur das österreichische. Und jetzt sind wir einstellig und der Motor brummt nicht mehr. Das heißt, diese Situation haben wir, wir werden es schaffen. Ich sage sehr offen, wir brauchen die Partnerschaft. Wir brauchen die Partnerschaft einerseits Landwirtschaft, aber auf der anderen Seite auch Konsumenten. Der Konsument gibt heute nur mehr 10% seines Einkommens für Lebensmittel aus. Im Jahr 1955 haben wir 45% des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben und trotzdem glauben wir noch immer, die Mentalität Geiz ist geil ist unser Zukunftsprogramm. Kann es nicht sein. Das ist ein Widerspruch für mich. Höchste Qualität zum günstigsten Preis, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und jeder Konsument muss wissen, mit seinem Griff ins Regal entscheidet er, wie in Zukunft sein Dorf, seine Region ausschaut. Es ist mir zu wenig, dass wir bejammern, dass Bauern aufhören. Ich habe den Grund, dass sie aufhören, weil eben das Einkommen nicht mehr das Auskommen bringt. Das muss man ganz nüchtern auf den Tisch legen. Und daher mein Appell an die Konsumenten, nicht nur am Weltmilchtag, sondern ein ganzes Jahr darüber nachzudenken, wie er sein Einkaufsverhalten bestreitet. Nur dann haben wir gemeinsam eine Chance. Und da sehe ich wirklich gemeinsam Landwirtschaft, Politik und Vorarbeiter. Das ist für mich ein untrennbares Gebilde und der Konsument ist der, der was damit auch seinen wesentlichen Beitrag leisten kann. Danke sehr. Und der Herr Präsident hat dann das Schlusswort. Dankeschön. Frau Landesrätin, Herr Präsident, danke im Namen der Schärdinger für die Einladung. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Wir müssen Qualität produzieren, wir müssen Nachhaltigkeit leben und das tun wir mit Schärdinger auch und mit unseren Begleitfirmen. Quasi die Firma Schärdinger hat ja 13.000 Milchlieferanten und hat ein Milchaufkommen im Jahr von 1,3 Millionen Liter. Und da ist auch 45 1,3 Millionen Liter im Jahr. 1,3 Milliarden Liter im Jahr, entschuldige. Natürlich. Das ist ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr, gell? Und im Südburgenland-Bereich haben wir 45% des Milchaufkommens. Ja, ich danke, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Lassen Sie sich an den Produkten
alles gut schmecken, gell? Und ja, auf eine gute Zusammenarbeit. Danke, Herr Präsident. Ja, ich darf auch den beiden Herren nochmals herzlich danken. Nicht nur, dass ihr hier seid, dass ihr die Produkte vor allem auch heute zur Schau und zur Verkostung anbietet. Und wenn man gestattet ist, noch ein Wort, das ich gern vom Ingenieur Gruber Doberer herausnehme. Er hat das Wort Partnerschaft erwähnt, Partnerschaft mit dem Konsumenten. Ich füge noch hinzu, diese Partnerschaft muss auf Augenhöhe sein, auch mit dem Lebensmittelhandel. Es sind sehr viele Zahlen präsentiert worden, nur eine Zahl in Richtung Konsument. Wenn der Konsument um 10 Cent einen billigeren Milchpreis im Regal erwirbt, so erspart er sich, nachdem 80 Liter im etwa pro Jahr Verbrauch ist, pro Kopf 8 Euro. Wenn man aber 10 Cent für einen Milchbauern, nur mit einer Größenordnung von 100.000 Liter Produktionsmenge, reduziert, so reden wir hier um 10.000 Euro. Und das ist oft das Maß zwischen Sein und Nichtsein. Und daher glaube ich, niemand kann sich Großartiges ersparen, wenn er glaubt, er muss mit dieser Geiz-ist-geil-Mentalität in das Lebensmittelgeschäft gehen, sondern im Gegenteil, man kann bei einem vernünftigen, fairen Preis unsere Milchwirtschaft, unsere Bäuerinnen und Bauern unterstützen. Und damit helfen wir uns ja letzten Endes selbst, weil wir nicht nur regionale Versorgungssicherheit haben, sondern auch diese einzigartige Kulturlandschaft auch weiterhin genießen können. In dem Sinne danke ich an die Medienvertreter, weil sie sind auch sehr, sehr wichtig, nämlich dass sie diese Botschaften zu den Konsumenten, die unsere wichtigsten Partner sind, auch entsprechend bringen. Herzlichen Dank. Wir freuen uns.